Ja, ahoi und ohai. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute den Talk von Jedi anzukündigen. Jedi mag Züge. Jedi macht deswegen beruflich Sachen mit Zügen. Ray begleitet Züge. Jedi disponiert Züge. Und Jedi beschäftigt sich auch mit Fahrplänen. Und deswegen wird Jedi euch heute erklären, wie entsteht eigentlich ein Fahrplan. Genau. Dankeschön. Genau, warum stehe ich hier? Die eine Sache ist, Marudor ist schuld. Nachdem wir von Marudor immer ganz viele tolle Sachen zu Fahrplänen, wie sie dann irgendwie in der Fahrgastinformation verwendet werden, hören, habe ich mir gedacht, Fahrplan ist ja eigentlich noch viel mehr. Dazu müsstest du mal was machen. Dann habe ich tatsächlich einen neuen Job. Also kurz zu mir, Jedi, Pronomen S, Jahrgang 91, mache seit inzwischen, fast 15 Jahren irgendwelche Dinge bei der Eisenbahn. Im Moment eben tatsächlich Betriebsplanung. Das heißt also, die Planung, die passieren muss, dass Fahrzeuge an einem richtigen Ort sind, dass Personale am richtigen Ort sind, dass was alles dazu gehört, dass die, WCs versorgt und entsorgt sind, dass der Zug einigermaßen sauber ist, etc. pp. Die Folien gibt's wie immer bei mir auf talks.allesfreaks.de, da sind sie seit heute früh tatsächlich auch schon hochgeladen und sie sind tatsächlich seit heute früh auch schon im Pre-Talks verlinkt. Ja, was brauchen wir, um einen Fahrplan bauen zu können? Hat irgendjemand spontane Idee? Ruft einfach mal rein. Wagenmaterial, okay. Raum und Zeit. Raum und Zeit ist gut. Es wird runtergerutscht. No. Deswegen knackt's. Deswegen knackt's. Ist der Leiter wieder von oben gerutscht. Ja, so, jetzt. Ja. Personal? Leise, ja. gigantische CSV-Dateien war die Aussage. Signale, Streckenabschnitte, okay. Ich habe das jetzt einfach mal, ich meine, es ist eine Präsentation. Das ist jetzt nicht irgendwie live, dass das jemand da einträgt. Erster Grundgedanke, Infrastrukturzwänge. Das ist ja so dieses ganze Thema, wir brauchen Gleise, wir brauchen Raum und Zeit. Heißt also, wie schnell darf ich auf diesen Gleisen fahren, was kann ich da sonst noch so machen, wie oft muss ich anhalten, etc. pp. Das war jetzt so nicht gedacht. Ja, egal. Dann blende ich die Folie mal ganz auf. Das zweite Ding, optimaler Fahrzeug- und Personaleinsatz. Dann kommen irgendwann noch Anschlüsse dazu, dann kommen ganz viele schöne andere Dinge. Und das Headset rutscht schon wieder. Genau, Infrastrukturzwänge. An der Infrastruktur ändern wir so schnell erstmal nichts. Da wird sich schon irgendwann was dran ändern, aber nicht in den Zeiträumen, die wir für einen Fahrplanbau brauchen. Das heißt, die sehen wir erstmal als gegeben an. Optimaler Fahrzeug- und Personaleinsatz, da ist tatsächlich eher das Thema, dass du das Fahrzeug oder das Personal nicht hast und weniger, dass du da unbedingt sparen möchtest. Wenn ich jetzt zu Siemens gehe und einen neuen Vectron haben will, dann habe ich den in so 3 bis 5 Jahren. Bei irgendwelchen Triebwagen geht das vielleicht ein bisschen schneller, aber das ändere ich halt trotzdem nicht bis zum nächsten Fahrplanwechsel, also bis Dezember. Und gerade beim Personal ist halt wirklich das Thema, wir haben seit Jahren einen so dermaßenen Personalmangel, den tatsächlich inzwischen auch Firmen haben, die sehr weit überdurchschnittlich bezahlen, weil es halt einfach immer weniger Leute gibt, die Lust drauf haben, im Schichtdienst zu arbeiten und nachts zu arbeiten und sich mit Reisenden auseinanderzusetzen, etc. pp. Genau, Anschlüsse kennt ihr alle, es sollte irgendwie passen, niemand hat Lust, 59 Minuten auf seinen Anschlusszug zu warten, weil der gerade weggefahren ist. Genau. Dazu gibt es dann eben
nochmal so ein paar Gedanken, optimaler Fahrzeug- und Personaleinsatz. Je regelmäßiger ich fahre, desto leichter wird natürlich auch der Personal- und Fahrzeugeinsatz. Das heißt also, ich kann mir dann relativ gut überlegen, okay, eine Wende funktioniert so und so, ein Dienstplan funktioniert so und so, ich kriege vielleicht in den Fahrplan sogar schon irgendwie bei Default eine Pause mit eingebaut. Gleichzeitig sorgt ein regelmäßiger Fahrplan natürlich für ein attraktiveres Angebot. Bei einem Stundentakt muss man sich nur noch die Minute merken, wann der Zug fährt. Bei einem 10-Minuten-Takt oder sowas muss man sich dann irgendwie gar nichts mehr merken, weil dann geht man halt einfach zum Bahnhof. Das Ganze sollte sich also irgendwie im Stundenraster wiederholen oder eben dadurch teilbar. Und da geht es dann schon mit den Problemen los. Weil wie teile ich denn jetzt eine Stunde? Ein Halbstundentakt ist noch relativ trivial. Aus dem Halbstundentakt, den kann ich dann nochmal verkürzen, entweder zum Viertelstundentakt oder zum 10-Minuten-Takt. In dem Moment, wo ich beides haben will, weil zum Beispiel die eine Linie nur alle Viertelstunde fahren soll, die andere Linie nur alle 10 Minuten, funktioniert schon wieder nicht mehr. Der zweite Standard ist quasi der 20-Minuten-Takt, der dann naturgemäß zum 10-Minuten-Takt verdichtet wird oder es wird irgendwie doof. Was man zum Beispiel auch noch machen könnte, wäre ein 12-Minuten-Takt. Das sind dann halt 5 Fahrten pro Stunde und nicht nur 6. Den kann man dann auch noch weiter verkürzen zum 6-Minuten-Takt oder zum 3-Minuten-Takt. Da hängt halt wirklich sehr viel von ab. Gerade in einem Netz sollte ich mich möglichst früh entscheiden, ob ich den Stundentakt eher auf einen Halbstundentakt und dann halt weiter oder auf den 20-Minuten-Takt und dann weiter verdichten will. Bei den Anschlüssen ist es eigentlich noch viel einfacher. Blöd gesagt, wenn ich mir sonst keine weiteren Gedanken mache, optimiere ich einen Anschluss, ergibt sich alles andere zufällig. Liegt ja auf der Hand, ich kann nicht an 2 Stellen optimieren. Oder ich lande dann wieder bei solchen Geschichten, dass ich Infrastruktur ausbauen müsste, damit beide Anschlüsse passen. Wir fangen mal an mit den systematischen Fahrplänen. Die ersten Taktfahrpläne als solche, also Stundentakt, Halbstundentakt etc. pp., gab es in Deutschland ab 1950. Das waren seinerzeit so einzelne Strecken in Ballungsräumen. Also der erste Taktfahrplan in Deutschland, den ich zumindest gefunden habe, war auf einer Strecke in Wuppertal, die inzwischen längst stillgelegt ist. Aber da hat man das damals mal versucht. Bevor jetzt jemand Schweiz schreit, in der Schweiz war die erste Strecke mit Taktfahrplan 1963 erst. Das waren tatsächlich auch nicht die SBB, sondern das war irgendeine kleine Privatbahn, die sich das ausgedacht hat. In Deutschland war dann die Tendenz, dass man immer dann, wenn man irgendwo Takt eingeführt hat, das mit einem neuen Produkt verbunden hat. Das waren so die ersten S-Bahnen in Westdeutschland, also nach Hamburg und Berlin, dann nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten neu eingeführten S-Bahn-Netze. Das war Rhein-Ruhr ab 1967. München mit den Olympischen Spielen 1972 und Frankfurt und Stuttgart 1978. Da hat man halt wirklich, da gab es vorher schon relativ dichtes Zugangebot. Das hieß nur nicht S-Bahn und das war nicht stringent vertaktet. Also sprich, die Züge fuhren im Prinzip schon so oft wie danach, aber halt nicht alle Viertelstunde oder alle 10 Minuten. Im Fernverkehr war der große Wurf 1971 die Einführung des Intercities. Am Anfang noch alle 2 Stunden. Wurde dann 1979 jede Stunde, jede Klasse. Da bekam der Intercity erstmals eine 2. Klasse und da bekam der Intercity den Stundentakt. In den 80ern wurde sich dann wieder eher um den Regionalverkehr gekümmert. Die ersten Taktansätze war die Einführung der Citybahn ab 84. Das hieß dann später tatsächlich schon Regionalbahn. Oder das, was sich heute Regional Express nennt, nannte sich damals dann Regional Schnellbahn. Das kam 1987. 1988 der Interregio als Mischkonstrukt aus Nah- und Fernverkehr. Und so hat man sich dann da irgendwie so durchgewurschtelt. Es gab aber
keinen flächendeckenden Taktfahrplan, sondern wo Takt war, wurde so eines dieser neuen Produkte eingeführt. Und nur diese Züge sind dann auch im Takt gefahren. Auf allen anderen Strecken gab es dann immer noch den alten Eilzug oder den alten Personenzug. Und der fuhr dann halt auch irgendwie. Normalerweise abgestimmt. Wobei abgestimmt auch wieder vieles heißen kann. Im Zweifel brauchst du einen Richtungsanschluss oder hast du nur einen Richtungsanschluss für die vermeintlich wichtigste Richtung. Manchmal hat es halt dann doch irgendwie tatsächlich zufällig gepasst. Aber die Fahrzeiten waren halt auch nicht systematisch und wenn dann irgendwie vormittags der Güterzug gefahren ist, dann fuhr der Nahverkehrszug halt 20 Minuten später. Oder wenn mittags dann der Schülerzug kam, dann fuhr der Nahverkehrszug halt auch mal eine halbe Stunde später, weil die Schule halt erst später aus war. Alles Dinge, die es heute so eigentlich nicht mehr gibt. Also man findet sie noch, man findet sie auch in Deutschland noch, man findet sie teilweise sogar noch in Eisenbahnwunderländern wie der Schweiz noch. aber der Regelfall ist das alles halt nicht mehr. Was man sich dann irgendwann ausgedacht hat, waren Rendezvous-Konzepte. Das ist quasi der zentrale Knoten im Netz, in dem sich alle trifft. Das hat tatsächlich auch die Eisenbahn weit vor dem Luftverkehr erfunden. Also der Luftverkehr macht das relativ stringent und nennt das Hub and Spoke. Das hat so ein paar Nachteile. Man stelle sich das jetzt im Fernverkehr vor, ein zentraler Knoten in Deutschland, in dem sich alles trifft. Das heißt also, du hast irgendeinen zentralen Knoten, irgendwie irgendwo in der Mitte, wahrscheinlich in Kassel oder in Erfurt oder in Fulda oder sowas. Und du fährst von Hamburg nach Berlin über Fulda. Das zweite Ding ist, wenn du das machen willst, hast du immer irgendwelche relativ langen Aufenthalte in diesem zentralen Knoten. Heißt also, das funktioniert für so ein Stadtbusnetz in so einer kleinen oder mittleren Stadt relativ gut. Es wird aber halt irgendwann einfach nicht mehr handelbar. Zum einen, weil dieser zentrale Umsteigeknoten irgendwann so groß sein muss, dass du quasi eine Viertelstunde stehst, weil du halt so weit laufen musst, bis du im nächsten Fahrzeug sitzt. Du hast diese entsprechenden Aufenthalte drin, du hast diese Tendenz zu umwegigen Verbindungen. Also auf der Schiene gibt es das manchmal, gerade in so Straßenbahnnetzen, im Nachtverkehr gibt es das schon. Aber normalerweise ist das so eine Bussache. Wir können ja mal größer denken. Wir können den Taktfahrplan integrieren. Integraler Taktfahrplan ist so ein bisschen zum Buzzword geworden in den letzten Jahren. Gerade auch nachdem der Deutschlandtakt so das politische Leitbild für Schienenverkehr in Deutschland wurde. Das Konzept an sich gibt es schon ewig. Die ersten, die das eingeführt hatten, waren die Niederländer. 1970 war der erste Jahresfahrplan der NS, der ein integraler Taktfahrplan war. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Das ist erstmal nur die Geschichtsfolie. 1982 gab es das Ganze dann in der Schweiz. Das war so ein Expertengremium, ist zu viel gesagt. Man hat das damals so als Spinnerclub verschrien. Das waren wirklich Leute, die gesagt haben, naja, die Niederländer machen das jetzt, wieso machen wir das nicht? Ja, das geht bei uns nicht. Dann haben die sich irgendwie zusammen ins Büro eingeschlossen und kamen nach einem halben Jahr raus und doch, das geht. In Deutschland war der erste regionale ITF der Allgäu-Schwabentakt 1993. Blöd gesagt, alles, was südlich von der Strecke Ulm-München ist. Breitete sich dann aus, also der erste ITF in einem Flächenland kam dann 96 in Thüringen, 98 kam dann NRW. Dieser 98er NRW-ITF ist auch tatsächlich das, was im Wesentlichen in NRW immer noch fährt. Der wurde 2002 mit Inbetriebnahme der Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt einmal angefasst, aber so in den Grundkonstrukten ist das immer noch das von damals. Ja, und das Zielbild ist eben der Deutschlandtakt. Das
hat, meine ich, inzwischen das Ziel 2070. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Das Wichtigste dafür ist, wir brauchen einen symmetrischen Fahrplan. Vom Grundsatz her, oder was heißt symmetrischer Fahrplan? Vom Grundsatz her, wenn ich einen Taktfahrplan habe, begegnen sich Züge immer um die gleiche Zeit. Um Anschlüsse optimieren zu können, sollten Sie das nach Möglichkeit auf allen Strecken zur gleichen Minute tun. Sonst funktioniert das nicht. Ist letztlich alles Mathematik. Irgendwelche schlauen Menschen sind dann hergegangen und haben gesagt, ja, nehmen wir mal 0,5. Oder nehmen wir mal erstmal 0. Also ausgegangen immer vom Stundentakt, wir nehmen mal 0. Führt dann dazu, dass sich im Stundentakt natürlich Züge alle halbe Stunde begegnen, immer um 0,5. Schlaue Menschen kamen dann auf die Idee, dass es ja schöner aussieht, wenn der Zug um 0,0 abfährt und nicht um 0,1. Deswegen hat man die Symmetrieminute ein bisschen vorgezogen. Sie ist jetzt irgendwie bei 58,5 oder 59, je nachdem, wen man fragt. Das Schöne an der Sache ist eben, ich kann damit dafür sorgen, dass mein schnellster Zug als letztes im Knoten ankommt und als erstes wieder abfährt. Das heißt, der steht nur die 2 Minuten, die er in so einem Bahnhof sonst auch stehen würde. Und alles andere steht halt länger. Dafür kann man dann allerdings in diesen Standzeiten auch Dinge mit den Zügen tun. Also man kann sie wenden, man kann irgendwie noch einen Zugteil drauffahren, man kann einen Zugteil abhängen. Diese ganzen Geschichten. Ich habe jetzt tatsächlich mal die Schweiz als Beispiel, wie das denn aussieht. Das Ziel ist, man sieht es, die meisten Knoten sind auf 0,5. Es gibt diese 2 Dinger im Norden, Schaffhausen und Kreuzlingen. Schaffhausen ist 45 Minuten von Zürich weg, Kreuzlingen 75. Das sind Fahrzeiten, die kriegt man beide nicht so ganz einfach und ohne die Neubaustrecke für 300 km/h, blöd gesagt, auf ein schönes Raster, also sprich auf 30 oder 60 Minuten. Die kriegt man aber, also wenn man aber sie auf eine Stunde strecken würde, das könnte man ja auch immer machen, die Flucht in die andere Richtung antreten, dann hätte man halt, also Schaffhausen-Zürich sind, meine ich, irgendwas um die 60 Kilometer, da willst du keine Stunde für brauchen. Wann funktioniert das mit diesen 45er Fahrzeiten? Richtig, wenn sowieso alles alle halbe Stunde fährt. In dem Moment ist es egal. Weil in dem Moment habe ich die Begegnungen der Züge naturgemäß um 0, 15, 30, 45 oder halt entsprechend 1,5 Minuten vorher. Die Schweizer machen das auch tatsächlich, dass sie wirklich sehr gezielt danach ausbauen. Hier steht jetzt 30 oder 90 oder 60, das ist natürlich auch gelogen. Ich brauche natürlich noch die Haltzeit im jeweiligen Knoten dazu. Das heißt, so eine integraler Taktfahrplan gemäße Zielfahrzeit sind idealerweise etwas unter diesen Kantenzeiten. Wir schauen uns aber auch gleich noch an, was passiert, wenn das nicht so ganz klappt. Das ist jetzt tatsächlich auch für die Schweiz das Zielbild, was sie mal für 2030 vorhatten. Das haben die inzwischen, meine ich, auch auf 2050 verschoben. Also es ist auf jeden Fall verschoben, aber nagelt mich nicht fest, auf welches Jahr. Also sprich, Deutschland ist nicht das einzige Land, was an der Stelle in relativ langen Zeiträumen denkt. Auf der anderen Seite ist es natürlich in der Schweiz schon so, dass 10 Minuten einsparen im Zweifel bedeutet, 20 Kilometer Tunnel zu bohren. Was logischerweise länger dauert als ein Ausbau im Flachland. Genau. Was machen wir denn, wenn das nicht passt? Oder was machen wir denn überhaupt? Der Fahrplaner hat so eine ganze Trickkiste, nenne ich es immer, mit Werkzeugen, die man für solche Fälle hernehmen kann. Grundsätzlich beginne ich meine Planung natürlich immer an der Engstelle. Also tatsächlich, egal was ich plane mit dem zuerst, von dem ich am wenigsten habe und was ich am schlechtesten ändern kann. Das ist tatsächlich bei der Eisenbahn inzwischen mehr und mehr das Personal.
dass ich an dem, was ich mir an Personalbestand zutraue, mir überlege, was kann ich überhaupt fahren. Die Idee der letzten Jahre war eher, dass man das an der Infrastruktur an Engstellen plant. Ich habe mal gehört, ich kann den Wahrheitsgehalt nicht überprüfen und das wird einem auch niemand offiziell bestätigen. Der Fernverkehrsfahrplan für Deutschland wird im Prinzip hier ganz in der Nähe in Frankfurt-Luisa gemacht. Das Problem ist, dass der Frankfurter Hauptbahnhof relativ eingeschränkte Fahrbeziehungen innerhalb des Bahnhofs an sich hat. Das heißt, es kommt darauf an, je nachdem, wo man hin will und wie lang der Zug ist, muss man über eine bestimmte Strecke in den Bahnhof reinfahren. Und es gibt bei Frankfurt-Luisa eine eingleisige Verbindungskurve Richtung Frankfurt-Stadion. Das heißt, sowohl Richtung Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt als auch Richtung Riedbahn, also sprich Mannheim und dann weiter Richtung Süden. Und der meiste Fernverkehr fährt tatsächlich über diese eingleisige Verbindungskurve, weil wenn man von Stadion über Niederrad fahren würde, wäre die Strecke zwar zweigleisig, man kommt aber ab einer bestimmten Zuglänge danach nicht mehr Richtung Hanau aus dem Frankfurter Hauptbahnhof raus. Das Praktische daran, an der Luisa-Kurve mit der Planung zu beginnen, ist, man hat tatsächlich in den letzten 30 Jahren so ausgebaut, dass wenn es da passt, passt es meistens überall anders auch. Inzwischen hat man zum Beispiel die Weddeler Schleife, das ist zwischen Wolfsburg und Braunschweig, zweigleisig ausgebaut. Aber es war tatsächlich bislang immer so, wenn sich zwei Züge in Luisa begegnet haben und man dieses Taktkonstrukt hochgezogen hat, hat sich tatsächlich diese Linie auch im Kreuzungsbahnhof auf der eingleisigen Weddeler Schleife begegnet. Und jetzt kann man also sagen, es hängt wahrscheinlich jedes beliebige Verkehrsmittel, was in Deutschland fährt, also bei der Eisenbahn ziemlich sicher, bei allem anderen wahrscheinlich auch, weil es irgendwie irgendwo verknüpft ist, hängt an der eingleisigen Luisa-Kurve hier vor unserer Haustür. Man kann im Zweifel auch mal nicht so ganz sauber planen. Man muss das den Fahrgästen ja nicht erzählen. Das machen die Schweizer erschreckend oft. Die schreiben in ihren Aushangfahrplan rein, der Zug fährt alle halbe Stunde. Aber weil es halt irgendwelche Konstrukte gibt, weswegen das nicht so ganz alle halbe Stunde geht, sondern halt eigentlich eher so ein 28-32er Ding ist, das kann zum Beispiel mal an so Bahnhofsein- und Ausfahrten liegen. Da fährt man halt in die eine Richtung langsamer rein als in die andere Richtung aus. Man braucht diese Minute Fahrzeitgewinn aber irgendwo im Plan dann wieder, weil ansonsten die Kreuzungen gar nicht mehr hinhauen. Dann passiert sowas. Dann fährt der Zug halt wirklich jeden Tag 2 Minuten verspätet. Aber nach dem internen Fahrplan ist er eigentlich pünktlich. Man kann auch immer mal wieder einfach Anschlüsse aus dem Taktknoten rauslassen. Heißt also, es interessiert sich im Zweifel niemand für den Anschluss in Gegenrichtung. Oder es gibt immer mal wieder irgendwelche Verbindungen, die man eigentlich nicht braucht, weil es dafür eine direktere Strecke gibt. Man kann den Knoten so ein bisschen verziehen. Das heißt also, wenn man nicht auf 30 Minuten Kantenzeit kommt, sondern ein bisschen drüber ist, alle anderen Strecken aber ein bisschen schneller sind, dann ist es unschädlich, wenn der schnellste Zug erst um 35 kommt, wenn der erste Nahverkehr erst um 40 abfahren muss. Das führt natürlich zu längeren Umsteigezeiten zwischen den Nahverkehrszügen oder wenn man aus der anderen Richtung kommt, weil der Zug, der in die eine Richtung erst um 35 im Knoten ist, ist in die andere Richtung natürlich schon um 25 da. Wir fahren ja symmetrisch. Das sind dann aber so die Sachen, wie man sowas dann vielleicht doch noch retten kann. Schönstes Beispiel eigentlich in Deutschland. Sowohl Mannheim-Stuttgart als auch Mannheim-Karlsruhe sind beide nicht knapp unter 30, sondern Mannheim-Karlsruhe ist, meine ich, genau 30, Mannheim-Stuttgart ist 35.
kriegt man auch nicht ohne großen Aufwand gefixt, weil die Strecke ist schon eine Schnellfahrstrecke für 250. Klappt nicht. Dann gibt es das Flexfahren, das hatte Marudor vorhin ja schon mal kurz angesprochen. Flexfahren heißt im Prinzip, wir kommunizieren eine verkehrliche Abfahrtszeit vor der tatsächlichen betrieblichen Abfahrtszeit und zwar absichtlich. Zwar nicht, weil irgendwas nicht passt, sondern weil ich der Meinung bin, dass ich das als Prüfer irgendwie für brauche. Es gibt dafür eigentlich zwei große Anwendungsfälle. Das eine ist, dass der Fernverkehr der Meinung ist, dass er gerne pünktlich oder vor Plan losfahren möchte. Mich würde mal interessieren, was passieren würde, wenn der Fernverkehr mal ein großes Projekt aufsetzen würde, dass er pünktlich irgendwo ankommen will, weil das ist eigentlich ja das Relevantere. Aber beim Fernverkehr schaut man irgendwie in den letzten Jahren immer nur auf Planstart, also dass man pünktlich loskommt. Es gibt neuerdings ICE, die haben in Frankfurt Flughafen laut veröffentlichtem Fahrplan 0 oder 1 Minute Haltzeit. Könnt ihr euch jetzt natürlich ausdenken, was da passiert, wenn da, weiß ich nicht, 150 Leute mit kleiderschrankgroßen Koffern aus- und wieder einsteigen wollen? Das klappt bestimmt in einer Minute. Ganz sicher. Aber man könnte halt, wenn es dann doch mal pünktlicher oder schneller klappt, könnte man halt nach einer Minute Aufenthalt schon wieder abfahren. Und steht dann halt eine Minute länger oder zwei in Frankfurt-Niederrath oder auf der Main-Neckar-Brücke oder wo auch immer. Oder vor der eingleisigen Luisa-Kurve. Das zweite Ding ist tatsächlich, wir kennen ja auch alle die Performance gerade des Fernverkehrs. Regio macht das ganz gerne. Sie rechnen nicht mehr damit, dass der Fernverkehr pünktlich ist. Sondern sie kommunizieren einfach eine Zeit 5 Minuten vorher. Dann kann, wenn der Fernverkehr nicht pünktlich ist, der RE schon mal vorfahren bis zum nächsten sinnvollen Überholbahnhof, wird dann da überholt und ab da ist er wieder pünktlich. Das sind dann so diese Tricks, wo man sich dann immer denkt, okay, jetzt ist der Zug angeblich 5 Minuten später abgefahren und das steht auch überall so, aber am nächsten Halt soll er pünktlich sein. Warum ist das so? Das klappt natürlich trotzdem nicht. Aber diese Prognosedaten kommen ja von der Infrastruktur, das heißt, da liegt der betriebliche Fahrplan im Hintergrund. Das heißt, für die Prognose ist der Zug pünktlich, obwohl es für die Zeiten, die veröffentlicht sind, gar nicht ist, weil für die ist er ja 5 Minuten zu spät. Weil der Fernverkehr doch mal pünktlich war und vorgefahren ist von vornherein. Ja. Wie planen wir das Ganze überhaupt? Dazu kann man in die Netznutzungsbedingungen der DB Netz AG schauen. Die heißen tatsächlich immer noch der DB Netz AG. Das ist das, wann der aktuelle Fahrplan, also der Jahresfahrplan 2024, gültig ab 10.12.2023 geplant wurde. Die Trassenanmeldefrist für den Netzfahrplan endete am 11.04.2023. Heißt also, wir haben da so ein Dreivierteljahr ungefähr Vorlauf. Ende August werden dann die Angebote verschickt, müssen dann relativ zeitnah angenommen werden. Dann gibt es da noch so verschiedene Koordinierungsverfahren. Was passiert, wenn zwei Eisenbahnverkehrsunternehmen die gleiche Trasse haben wollen? Das merkt man dann immer Ende August, wenn dann irgendwie bei der Bundesnetzagentur plötzlich 300 PDFs hochgeladen werden, welche Trasse, von welchen Zugangsberechtigten jetzt alles Trassenanträge abgelehnt wurden. Dazu muss man wissen, man muss nicht Eisenbahnverkehrsunternehmen sein, um eine Trasse bestellen zu können. Sondern Eisenbahnverkehrsunternehmen muss man erst sein, um fahren zu können. Sondern es gibt dieses Konstrukt des Zugangsberechtigten, das kann zum Beispiel ein Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr sein. Das könnte zum Beispiel auch eine Spedition sein, die dann den Auftrag tatsächlich zu fahren dann irgendwie noch weiter vergibt, aber sich halt irgendwie Kapazitäten im Schienennetz schon mal sichern will. Da gibt es eine lange Liste im Eisenbahnregulierungsgesetz, wann man Zugangsberechtigter ist. So. Das klingt ja jetzt erstmal gut, dass man mit ein bisschen Vorlauf planen kann. Was übrigens noch interessant ist,
Hier, endgültiger Netzfahrplanentwurf, zweite Phase der Netzfahrplanerstellung bis 3.11. Fahrkarten für Abfahrplanwechsel kann man ab Mitte Oktober kaufen. Aber zum Thema Verkauf von Fahrkarten und Fahrplanerstellung habe ich gleich noch mehr zu erzählen. So, das heißt aber auch, dass wir zumindest in dieser Phase der Fahrplanerstellung uns wirklich keine Gedanken mehr über Infrastruktur machen müssen, weil wenn wir irgendwie bis 11.04. Trassen anmelden müssen für 10.12., dann funktioniert das halt nicht, dass man da noch irgendwas ausbaut. Aber auch Deutschland plant Neu- und Ausbauten inzwischen mit einem Zielbild. Das ist aktuell eben dieser Deutschlandtakt. Vorher hat man tatsächlich für jedes Ausbauvorhaben einzeln sich eine verkehrliche Aufgabenstellung geschrieben, wo dann drin stand, was das Ziel dieser Neu- oder Ausbaumaßnahme ist. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, wenn ich irgendwann oft genug fahre, brauche ich keinen integralen Taktfahrplan mehr. Die Niederlande verabschieden sich da gerade von. Die sagen halt, ja, unser IC fährt im Kernnetz alle 10 Minuten. Egal. Dazu muss man aber auch sagen, ein IC in den Niederlanden ist in etwa das, was in Deutschland ein Regionalexpress ist. Also, das ist jetzt nicht so fancy und das ist jetzt auch nicht so... Ja, genau, also es hängt ja alles zusammen. Also die Niederlande haben eine Schnellfahrstrecke, die Schweiz hat, naja, je nachdem wie man zählt, 1 bis 3 Schnellfahrstrecken. Aber halt auch bei deutlich kleinerer Fläche als Deutschland. Ich meine, jetzt halt wieder verstehen. Nächstes Thema, Baustellen. Ziel aller ist inzwischen, dass Baustellen nach Möglichkeit schon im Jahresfahrplan geplant werden sollen. Funktioniert natürlich nicht. Also würde vielleicht funktionieren, wenn man nicht regelmäßig feststellen würde, dass man jetzt doch noch irgendwas zusammenflicken muss. Es gibt ein Regelwerk, das nennt sich Richtlinie 402 Modul 305. Das ist netzzugangsrelevant, damit ist es öffentlich. Das kann man auf der Seite von DB Infrago sich anschauen. Da steht sinngemäß drin, dass man 3 Jahre vor Inkrafttreten des Fahrplans über Baustellen redet. Da steht drin, dass die ZFV, die Zusammenstellung der vertrieblichen Folgen, also sprich die grobe Erklärung, was das Ganze denn für Auswirkungen hat, 26 Wochen vor Beginn der Baumaßnahme an die Zugangsberechtigten verschickt wird. Danach werden dann irgendwie Fahrpläne erstellt, da gibt es auch wieder Koordinierungsverfahren und da muss dann vorher ein Verkehrsartenmix festgelegt werden, wie viele Züge aus welchem Marktsegment, also Güterverkehr, Fernverkehr, Nahverkehr, wie durchgebracht werden sollen. Weil es gibt ja nicht mehr eine Bahn. Früher hätte das halt eine Bundesbahn irgendwie selber entschieden, welcher Zug jetzt wichtig ist. Inzwischen muss man das halt irgendwie vorher festlegen. Und der finale Fahrplan steht 3 Wochen im Voraus dann fest. Theoretisch. Ich habe gehört, dass das nicht immer klappt. DB Infrago hat letztens mal wieder verkündet, dass sie keinerlei Personalmangel oder sonst was im Fahrplan hätten. Dann kann man sich mal bei der Bundesnetzagentur anschauen, wie viele Beschwerden zu verfristet eingegangenen Baumaßnahmen es da gibt. Dann könnte man auf andere Ideen kommen. Und auch da wieder das Thema, man kann Fahrkarten 1/2 Jahr im Voraus buchen. Ab 16.10. ein Jahr im Voraus. 3 Wochen vorher steht der Fahrplan fest. Also ich habe schon ketzerisch gesagt, eigentlich ist es völlig egal, ob die Zugbindung für die Fahrkarte aufgehoben wird, die ich 1 Jahr im Voraus oder 1/2 Jahr im Voraus gekauft habe. Weil alles, was heute nicht funktioniert, wird halt mit den 12 Monaten genauso wenig funktionieren. Und wahrscheinlich ist eine Baumaßnahme, die in 6 Monaten stattfindet, genauso wenig durchgeplant wie eine Baumaßnahme, die in 12 Monaten stattfindet. Von daher ist es eigentlich egal. Aber eigentlich,
daher kommen dann halt die E-Mails, die ihr dann kriegt, ja hier, ihr Fahrplan hat sich geändert. Ach, es fährt jetzt gar nichts mehr, schön. Ach nee, Regio fährt noch. Eine Woche später, nee, Regio fährt auch nicht. Also sprich, 3 Wochen vorher kriegen die Eisenbahnverkehrsunternehmen die Fahrpläne. Dann dauert das so eine Woche, bis das in den Auskunftsmedien drin ist. Also sprich, wenn ihr Zug fahren wollt, schaut am besten mal so eine Woche vorher noch mal in die Fahrplanauskunft. Ob das denn alles noch so funktioniert. Von daher, also Quintessenz. Wie baut man einen Fahrplan? Ja, es ist kompliziert. Das Problem ist, die Bettdecke, die redensartliche, wird immer irgendwo zu knapp sein. Meistens ist sie schon bei der Infrastruktur. Manchmal ist sie es erst bei den Fahrzeugen, manchmal ist sie es erst beim Personal, aber irgendwie so richtig so fahren, wie wir es wollen, können wir alle seit Jahren nicht. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Persönliche Worte dazu, warum ist im Moment so viel Chaos auf der Schiene? Naja, weil die letzten 30 Jahre wenig gemacht worden ist. Das fällt uns jetzt alles auf den Kopf. Marudo hat es vorhin ja auch schon so schön ausgedrückt. Das sind nicht die Leute, die euch fahren oder euch Fragen beantworten oder euch Fahrkarten verkaufen. Das sind auch nicht die Leute, die in irgendeiner Betriebszentrale sitzen, Weichen und Signale stellen, Fahrpläne bauen oder sowas, sondern das Problem liegt viel höher. Wahrscheinlich irgendwo bei einer Mischung aus Politik und so mittleres Management. Also ich glaube auch, dass ein Richard Lutz da vielleicht auch nicht so viel für kann, weil der ist halt irgendwie auch nur der Mensch, der seinen Kopf dafür hinhält, aber die Entscheidungen werden halt auch nicht auf dieser Ebene getroffen, zumindest nicht die für sowas relevanten. Ja. Damit wäre ich mit dem, was ich vorbereitet habe, soweit durch. Es sind wahrscheinlich haufenweise Fragen, die ich noch nicht so richtig beantwortet habe, die ich aber mal ins Free Talks reingeschrieben habe, dass ich sie beantworten möchte. Die dürft ihr dann jetzt stellen. Ja, vielen Dank, Jedi, für die interessanten Einblicke. Wir haben jetzt noch so 12 Minuten Zeit für Fragen. Gibt es welche? Ich nehme jetzt aber das zweite Mikro, das nervt mich hier. Weil Fragen beantworten geht so, talken ist schwierig. Ja, danke für deinen interessanten Vortrag, den ich leider fast vollständig wegen anderen Dingen verpasst habe. Ich habe eine ganz wichtige Frage. Was ist deiner Meinung nach der beste bundesweite Eisenbahninfrastrukturbetreiber? Das Bundeseisenbahnvermögen. Ja, also danke für den Vortrag. Es war genau wie der andere, den ich letztes Jahr gehört habe, augenöffnend und erschreckend. Diese Zahl mit dem Deutschlandtakt, der ist jetzt verschoben bis 2070, das hatte ich auch schon gehört. Also meinen die das mit der Ankündigung ernst? Und ich sag mal, was steht denn hinter so einer Aussage? Das ist ja, ich sag mal, so lange wie die Deutsche Bahn als Deutsche Bahn existiert vermutlich. Was sind da für Verbindlichkeiten dahinter, wenn ich so eine Zahl in den Raum stelle? Tatsächlich erstaunlich wenig. Also der Deutschlandtakt, also die Medien haben ja so ein bisschen draus gemacht, der Deutschlandtakt wird 2070 eingeführt. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Der Deutschlandtakt ist so ein bisschen das Leitbild, was hinter Projekten steckt, die umgesetzt werden sollen.
Man kann natürlich alles, was früher fertig wird, auch früher nutzen und man, ich hoffe es zumindest, man kann natürlich auch Zwischenschritte planen und entsprechend nach Zwischenschritten ausbauen. Der Deutschlandtakt, so wie er jetzt als Konzept steht, soll so ein bisschen quasi die Vorausschau des Bundesverkehrswegeplans sein. Das ist so eher die Richtung, in die es geht, als dass jetzt irgendwie konkret dann und dann Dinge passieren. Ist das irgendwie so jetzt das, was du meintest oder was du wissen wolltest? Ja. Gibt es noch Fragen da oben? Dankeschön für den Vortrag. Mit welchen kurz- oder mittelfristigen Verbesserungen können wir denn bei der Deutschen Bahn rechnen? Schwierig. wir haben tatsächlich im Moment das Problem, dass das einzige große Infrastrukturprojekt, was noch im Bau ist, Stuttgart 21 ist. ich möchte jetzt mal die Frage offen lassen, ob das jetzt zwingend eine Verbesserung bedeutet. Ansonsten laufen im Moment relativ viele so ganz kleine Maßnahmen, die so ein bisschen in Richtung Verbesserung der Zuverlässigkeit gehen sollen. Was aber auch in eher homöopathischen Dosen und eher so ein, ja, hier ein Signal mehr, dass die Zugfolgeabschnitte kleiner werden, hier eine Weiche mehr, dass man vielleicht im Störfall mal das Gegengleis benutzen kann, hier mal wieder ein Haltepunkt, der wieder zum Bahnhof wird, dass man da überholen kann. Solche Geschichten laufen tatsächlich auch deutlich mehr als in den letzten Jahren. Es ist jetzt letztes Jahr, meine ich, ein Zielbild aufgetaucht, dass man tatsächlich wieder systematisch mehr Überleitstellen bauen will, also Möglichkeiten, das Gleis zu wechseln. Da war bislang die Zielvorstellung von damals noch DB Netz, dass man das alle 15 Kilometer haben möchte. Inzwischen will man das alle 5 Kilometer haben, was zufälligerweise dem entspricht, was alle anderen europäischen Länder auch haben wollen. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt in den nächsten, also in einer kurz- oder mittelfristigen Perspektive so den ganz großen Wurf gibt. Wir müssen jetzt abwarten, was aus den Generalsanierungen wird. Marodor hat ja so schön gesagt, naja, wir machen jetzt die Riedbahn und das ist das einzige Mal, dass sowas funktioniert. Am Ende hängt es davon ab, wie viel Geld Politik dafür bereitstellen möchte, dass wir Eisenbahninfrastruktur bauen. So, gibt es sonst noch Fragen da hinten? Ich weiß nicht genau, ich habe eigentlich alles verpasst, leider. Das macht nichts. Ja, aber ich habe gehört, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber es gibt so eine Art, schon auch nicht neue Erfindung, aber so ein sich selbst fahrendes Waggon-Ding, was fahren soll auf, oder ist, ja, auf so Abschnitten, die jetzt unbenutzt sind bisher, dazu, ob Sie dazu vielleicht was sagen könnten. Die kurze Antwort wäre gewesen, wenn ich jetzt einfach gelacht hätte. die Langform ist, das, was heute ein selbstfahrender Tesla kann, kann so eine Lok seit, ich würde mal sagen, den 60ern, 70ern so in die Richtung. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 20 Jahren dahin kommen werden, dass wir tatsächlich aktiv selbstfahrende Fahrzeuge, egal in welchem Kontext, haben werden.
sondern das wird immer irgendwie mit irgendeiner Überwachungsfunktion sein und das wird auch immer irgendwie, ich sag mal, vorkartiert und sein und jetzt kein tatsächlich aktives Selbstfahren. Ich glaube einfach, dass das mal wieder irgend so eine Idee ist, die irgendjemand in den Raum schmeißt, halt nichts machen zu müssen. Das ist aber jetzt wirklich einfach auch nur meine persönliche Meinung. Das ist jetzt nicht irgendwie, hat keine wissenschaftlichen Ansprüche. Ja, also die Anmerkung war, es würde irgendwie um sowas in Richtung Dorftaxis gehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass das eher ein Anwendungsfall für ein selbstfahrendes Auto oder sowas ist, dass man halt mit dem Zug aufs Dorf fährt, wo es halt keinen Nahverkehr mehr gibt und dann fahren irgendwelche selbstfahrenden Autos vom Bahnhof weg in die umliegenden Dörfer und dass das weniger was ist, was irgendwie was für die Großstadt ist, weil in der Großstadt habe ich nicht das Problem, dass es keinen ÖV gibt, sondern in der Großstadt habe ich das Problem, dass es zu viele Autos für zu wenig Platz gibt und das Problem löse ich mit einem selbstfahrenden Auto nicht. Also das Letzte, was ich zu diesen selbstfahrenden Waggons gehört habe, war die Idee, dass da bis zu 20, 40 Insassen mit Maglev-Technik und 450 km/h auf den deutschen Schienen durch die Pampa geschossen werden sollen. Was also hinten und vorne schon mal mit Geschwindigkeiten und so weiter nicht funktioniert wegen der Kurven. Und vor allem dann auch wieder so ein Pod-Hype ist, der sagt, hurra, wir beförderten 40 Leute, wo wir halt auch 400 befördern könnten. Und damit wahrscheinlich auch wieder so eine gedankliche Totgeburt von irgendeinem Superreichen ist. Ja, hier hat ja gerade auch schon jemand Bingo geschrien. Also das klingt jetzt schon sehr danach, dass man halt irgendwie das Bullshit-Bingo-Kärtchen voll machen will. So charmant die Idee vielleicht auf den ersten Blick sein mag, aber das ist halt wirklich so ein, ja. Also wir haben jetzt noch Zeit für eine oder zwei Fragen, je nach Länge. Habt ihr. Um nochmal auf die Planung von den Fahrlagen und den Ressourcen zurückzukommen. Wie viele Menschen sind denn wie lange beschäftigt, um jetzt von einer Neuausschreibung, nehmen wir mal den RE Nürnberg-Stuttgart, bis alles fertig ist, das Ganze zu planen? Meinst du jetzt in Personen oder in irgendwie, weiß ich nicht, Stellen oder sowas? Weiß ich keine gute Antwort drauf. Also in der Tendenz ist das halt, in der Hochphase der Ausschreibung und kurz vor der Betriebsaufnahme werden es sehr viele Leute sein, die 80-Stunden-Wochen da dran schieben und dazwischen halt irgendwie gar nichts. Also keine Ahnung, kann ich nicht schlecht greifen. Ja, dann mache ich die Bingo-Karte mal voll. Wir haben ja gerade gehört, KI in Abfahrten schwierig. Wie ist das mit Fahrplänen? Kann man da vielleicht was machen? Es wurde vor ein paar Wochen die Mediensau durchs Dorf getrieben, dass nicht mehr berechnet würden, sondern nur noch geschätzt. Das ist grundsätzlich richtig, dass das passiert. Es ist aber auch richtig, dass das schon seit vielen Jahren passiert, weil das halt einfach so ein Ding ist. Man könnte es heute wahrscheinlich, oder mit dem heutigen Verständnis könnte man es wahrscheinlich KI nennen. Es ist halt am Ende ein Algorithmus, der so ein bisschen Pi mal Daumen schätzt. Also grundsätzlich, wie lange ein Zug mit 120 zwischen zwei Bahnhöfen braucht, ist ja bekannt. Dafür brauche ich nichts auszurechnen, sondern das kann auch ein Algorithmus ausrechnen. Und wenn du sowas als KI bezeichnen möchtest, wird es das irgendwann geben. Wenn du KI als KI, also KI im eigentlichen Sinne meinst, vergiss es. Ja, dann vielen Dank, Jedi. Nochmal einen Applaus. Dankeschön.